Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 3 von Mundown. Ich habe gerade rausgefunden, man kann sich doch ducken. Ist nur auf eine ganz komische Taste gelegt. In den Einstellungen stand nur linke Steuerung. Keine Ahnung, was mit gemeint ist. Ich habe es mir jetzt auf eine andere Taste gelegt. Und damit können wir das jetzt auch tun. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge die Scheune abgebrannt. Ich hoffe, es nimmt uns niemand übel. Die haben Mut. Wir brauchen Mut. Das war bloß die Tür. Aber was das jetzt genau gebracht hat, kann ich noch nicht sagen. Ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser. In die Dose rein. Ja, ein bisschen komisch gewesen. Dann doch lieber so. Ich hoffe mal, dass es Trinkwasser ist. Obwohl, wir kochen es eh noch ab. Ist egal. Und damit haben wir eine volle Schüssel Wasser. Lasst uns nochmal ins Inventar schauen. Weil was zu essen haben wir noch nicht gefunden. Aber ich würde eventuell trotzdem nochmal kurz zum Haus von unserem Großvater machen. Und mal probieren, ob wir vielleicht mit dem Wasser, dass wir das auf den Herd stellen, wir damit vielleicht noch was erreichen können. Vielleicht einen Kaffee kochen, wenn der Mut macht. Vielleicht brauchen wir ja nur Mut, um die Tür von der Kapelle durchzutreten. Man muss schon jeden Hinweis ernst nehmen. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf der Frequenz. Aber leider kommt da nichts. So, wir können jetzt einmal hier das Ding platzieren und hier unten ein bisschen Holz rein. Erst ein Stück Holz und Feuer. Ja, macht Sinn. Aber jetzt auf die Schüssel. Aber wir machen den einfach da rein. Okay, oder auf den Topf, besser gesagt, oder Pfanne oder wie auch immer. Aber wir haben schon mal ein kleines Rätsel gelöst. Das macht mir alleine schon Mut, muss ich den Kaffee gar nicht trinken. Keine Dunstabzugshaube. Wir werden wahrscheinlich an einer Wasserdampfvergiftung sterben. Wie lange brauchst du denn? Man muss nur meckern, dann klappt's. Ach, wir brauchen die Tasse. Alles klar? Kaffee machen, optional. Sehr gut. Müssen wir das Ding jetzt wieder einsammeln? Ja. Müssen wir? Können wir den jetzt trinken? Okay. Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, was hier oben stand, aber wir haben auf jeden Fall was verbessert. Wahrscheinlich den Mut. Lasst uns mal kurz schauen. Wir müssen den Zündungsschlüssel finden, Tabak für die Pfeife und das Grab besuchen. Zumindest haben wir jetzt Mut. Mal schauen, ob uns das weiterbringt. Wir machen erstmal die Klappe wieder zu. Ich habe mich gerade so dolle erschreckt vor dem Fernglas, auch wenn man es mir nicht angesehen hat. Wäre eigentlich mal sehr interessant bei solchen Horrorspielen. Ich meine, bis jetzt geht's ja noch. Weiß auch nicht, wie schlimm es noch wird, aber da mal ein Pulsmesser umzuhaben, so mit eingeblendet und was das Herz macht. Naja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zum Tunnel. Kann natürlich sein, dass wir vielleicht erst den Schlüssel finden müssen. Dass der Tunnel sich halt erst öffnet, wenn wir auch mit unserem Truck da oben einmal Halt machen. Ach, aber schaut mal, hier geht ja noch ein Weg lang. Das habe ich gar nicht gesehen, alles klar. Dann kommen wir natürlich auch zu der Frau hoch.
Wir kommen nicht hoch. Verdammt. Oder? Doch, wir kommen hoch. Weil wir so viel Mut haben. Und noch mehr Häuser. Mal schauen, wo der Zündungsschlüssel sich versteckt. So, die stand ja auf dem Berg. Da unten jemand? Nee, war bloß eine Pflanze. Ah, ich möchte keine Patronen finden. Das heißt nie was Gutes. Wir haben noch einen Schlüssel. Die Farbpalette können wir leider nicht mitnehmen. Bestimmt derselbe Typ, der auch das Feuer gemalt hat. Ich habe das Gefühl, mit dem stimmt irgendwas nicht. So, da unten steht sie. Winkt den ganzen Tag. Ja, aufs Dach möchte ich jetzt nicht unbedingt springen. Ich würde sagen, wir machen erstmal zu ihr und dann schauen wir uns die Häuser hier in der Gegend an. Ich freue mich erstmal, ein Lebewesen zu treffen, was mir doch hoffentlich gut gestimmt ist. Hoffentlich. Serpentini, Exposition, Pittura Moderna, Casa Sperlapond, Domenica Sarau, Mosin Invit Personal. Serpentini also. Oder Serpentin? Ne, Serpentini, ne? Ja. Schlüssel passt. Weiß nicht, ob der das so cool findet. Wenn wir hier einfach in sein Haus stolpern. Aber scheint ja niemand da zu sein. Keine Keller. Bitte keine Keller. Sehr gruselige Maske. Man, die bewegt sich sogar. Seht ihr das? Die lebt noch. Wir können auch sein Haus abfackeln. Ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, vom Spiel alle Häuser hier abzufackeln, aber machbar ist es bestimmt. Gewehrhandling permanent verbessert. Das wissen wir schon. Entschuldigung, wollte ich nicht drücken. Tut mir leid. Wir könnten es wieder anzünden, aber vorher würde ich erstmal noch in den Keller schauen. Macht mir ein bisschen Angst, dass wir das Gewehrhandling jetzt verbessert haben, obwohl wir noch kein Gewehr in Besitz nehmen konnten. Ich hoffe nicht, dass ich was übersehen habe. Gott, ist das dunkel hier drin. Was zu essen. Maximale Gesundheit permanent erhöht. Ach, und ich drücke jedes Mal wieder drauf. Eine Skizze. Es klingt einfach zu schön. Oh. Ich habe echt gerade ein bisschen Angst. Ja, dann wird's abgefackelt, das Haus. Weiß nicht, was er für ein Problem mit Brandstiftung hat. Vielleicht ist das auch einfach die Art und Weise, wie die Leute sich Licht im Haus machen. Können wir das Ding auch abfackeln? Geht auch, ja. Weiß nicht, haben wir unendlich viele Streichhölzer? Nö, wir haben bloß noch 5. Ich glaube, wir lassen das erstmal mit dem Abfackeln. Sah aus wie so ein mobiler Blitzer. War bestimmt einer. Weil die Leute hier immer viel zu schnell aus dem Tunnel rauskommen. Ist eigentlich eine 80. Obwohl er dann auch in die falsche Richtung steht. Egal. Eine Schaukel. Ach, wie schön. Können wir uns draufsetzen? Ach, ist, oh Gott, es ist gar keine Schaukel. Es ist eine Seilbahn. Nein, ich will nicht darunter.
Shit, wo führt uns das jetzt hin? Ich wollte doch mit ihr quatschen, verdammt. Also Sicherungsvorkehrungen gibt's ja auch nicht wirklich. Waren wir hier schon? Ja, das ist ja das Haus, wo wir... Können wir auch wieder hochfahren? Geht auch. Fragt mich nicht, durch welche Kraft das passiert, aber es funktioniert. Aber schön, dann haben wir zumindest hier mal eine Abkürzung. Dann müssen wir nicht jedes Mal den Weg laufen. Ich weiß nicht, wie oft wir noch wieder zurück müssen. Aber ich denke mal, das Haus von unserem Opa wird bestimmt der Dreh- und Angelpunkt sein, zu dem wir immer mal wiederkehren sollten. So, meine Kleine. Bitte rede mit mir und friss mich nicht auf. Schöne Geißens habt ihr. Obert, hallo. Hier. Macht sie? Was hat sie am Kopf? Kommt wieder zurück. Es umkreist die Kapelle. Die Sonne verschoben. Plötzlich ist wieder alles normal. Das Spiel wirft so viele Fragen auf. Was kreist immer noch da unten lang? Ich glaube, es hat ein Ende gefunden. Da ist irgendwas drin, da müssen wir auf jeden Fall hin. Runterspringen würde ich jetzt nicht unbedingt. Gibt aber auch keinen Weg runter, also müssen wir nochmal zurück. Da freut man sich, dass man mal ein Lebewesen trifft. Und dann hat sie gar keine Lust, mit uns zu quatschen. Ah, wir könnten... Ja, wir fahren wieder mit der Seilbahn, oder? Ja. Obwohl, nee, das war nicht so eine coole Idee. Wir müssen ja hier lang. Hätten wir auch gleich durch den Tunnel laufen können. Nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel. Aber cool finde ich das Ding schon. Vor allem auch noch komplett kostenlos. Wir kriegen vermutlich später auch noch eine Laterne im Spiel. Denn in der Steuerung habe ich die Taste für die Laterne gefunden. Da kann man schon ahnen, was noch kommt. Komplett im Dunkeln, nur mit einem kleinen Licht. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. So, auf zur Kapelle. Mal schauen, was sie da reingelegt hat. Sieht schon cool aus. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch wenn alles nur schwarz-weiß und trist ist, aber passt ja auch zum Spiel. So, hier hat das Ding geendet. Ein Papierflieger. Ach, das war ein Papierflieger. Hat einfach nur so einen Kondensstreifen hinter sich hergezogen. Die Sonne auf Kapelle auf Friedhof. Die Sonne muss wahrscheinlich auf einem bestimmten Punkt stehen und er hat ja gesagt, sie hat die Sonne verschoben. Wenn es dann ein Grab anleuchtet. Wo steht die Sonne denn jetzt? Hier hinten, also müsste es ja gleich soweit sein. Wir klopfen nochmal kurz bei ihm. Immer noch nichts. Na gut, also würde ich sagen, wir machen mal zum Grab.
Das Grab muss ja irgendwie im Schatten stehen von der Kapelle. Oder irgendwie sowas soll uns das wahrscheinlich die Zeichnung mitteilen. Was ging jetzt? Un brivo del cluce della caplotta muossa exactamente in cinque greb. Exakte. Nicht nur so. Im Bizop, Jeremia. Ah. Auf in die Kapelle. Ich bin mal gespannt, warum er sich dort einsperrt. Vielleicht ist er schuld am Tod unseres Opas. Hoffentlich möchte er uns nicht gleich fressen. Hat bestimmt Hunger, wenn er hier schon länger drinne hockt. Ah, ist doch nicht. Ah, ist das der Schlüssel für den Friedhof? Ich dachte für die Kapelle. Aber dann wäre das Menü aufgegangen, dass wir den Schlüssel hätten auswählen können und das ist leider nicht passiert. Das sieht schon eher passend aus. Und damit haben wir den Friedhof erreicht. Sehr schön. Hier ist noch ein Loch. La fossa è vitta. Ora si discorre con Plebon Jeremias. Mit dem Pfarrer Jeremias reden. Können wir uns da mal probehalber reinlegen? Geht leider nicht. Okay, Grab ist noch leer, obwohl er uns ja geschrieben hat, er wäre schon beerdigt. Machen ja gleich mal ein bisschen Grabpflege. Jetzt haben wir es anscheinend auch um 12 oder wann auch immer. Jedenfalls läutet die Kapelle. Warum stehen hier zwei? Ist unsere Oma schon tot? Ursina Caminada. La fossa da Tata. F e C. Florin Caminada. Questo es essere la fossa da Tata. Ursina und Florin. Gut in Frieden. Aber vorher müssen wir erstmal eure Leiche finden. Vielleicht lebt er ja auch noch. Auf zur Kapelle. Da oben läuten die Glocken. Oder die Glocke. Jetzt ist auch offen. Ich knöpfe ich mir jetzt vor. Ich habe hier stundenlang geklopft. Machen wir erstmal die Tür hinter uns zu. Und dann gucken wir mal, was mit dir passiert. Aber eine hübsche Kapelle. Sieht wirklich sehr schick aus. Haben bestimmt einige Bleistifte verschwendet. Beim Zeichnen des Spiels. Oh, oh. I, unsere Krüppelhand. Was kommt jetzt? Krüppelkopf. Da ist der Typ wieder. Tipuschboy. Sud per tot. Grazie, ci ha messo su in trir. Ultima mainz der musso in simmetrica kelt da Troja. Ist das vielleicht der Tod? Jetzt ist wieder alles normal. Hat zwar einen Schatten wieder, Klöckner. Aber zumindest ist sein Kopf wieder in Ordnung. Na gut, dann schauen wir mal. Haben wir? Aber ich glaube, der war nicht ganz ehrlich. Wir haben eine neue Radiofrequenz entdeckt. Der lügt. In Felgen klavau. Fetch tragic. Il feinstor wird mir aufjug. Ja, eine komische Stimme. Du tat, was ein Piper Karazada. Es du esse, so du mein Taus. Ach, die Pfeife war schuld. Du koines finiastres rades kunaises? Elles, mon Dieu.
Macht extrem Sinn, die Erklärung. Der Fluorin. FEC con il simbol da Fluor. Fluorin caminada. Mira. In der Candela. La Candela da Patten da Tutta. Ti duai esavena. En vida ella questa sera von Kialit. Meta ella sin la cornice. In memoria da Florin. Vus reis manzegnes, la fossa da tate vita. Vus lasciavano vosel in quella ruina arsa. Jetzt hätte ich gerne Erklärung. Wie bitte? Habe ich nicht ganz verstanden. Nus avoin un po' da portao la barra, ma nus avoin un po' di utirella. I liucas maledius. Torna buona vos. Io sto a preparare il prete per domenica. Stai questa notte nella casa da tiutat. Stai boccao. Da buon vaso in vosco e in prebus. Und da geht direkt in den Keller. Spicciai, signor Plevon. Alles ein bisschen komisch. Also verflucht ist der Ort, das haben wir selber mitbekommen. Dann haben wir jetzt sozusagen die erste Nacht vor uns. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Können wir ihm folgen? Nee, ne? Komm leider nicht durch, wir sind zu dick. Schade. Haben wir aber einen komischen Schatten. Ist das unser Rucksack? Jetzt wollte ich mich rumdrehen, um auf den Rücken zu schauen. Funktioniert so natürlich nicht. Es ist schon dunkel geworden. Und ja... Was uns in der ersten Nacht erwartet, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.